Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Wie die Farben in die Welt kamen von William Joyce vorstellen. Es ist 2015 im Kölner Boje Verlag erschienen. Die Illustration hat Christina Ellis geschaffen und aus dem Amerikanischen übersetzt hat es Hardy Krüger Jr. Es umfasst 56 Seiten. Es ist sehr breitformatig, man sieht es hier. Und kostet 14,99 € und es wird für Kinder ab 4 Jahre empfohlen. Um was geht es in diesem Buch? Wir sehen hier den Schutzumschlag. Wenn man den wegnimmt, sehen wir hier, dass es alles ganz farbig ist. Das Buch handelt in so einem unbekannten Land, in einer unbekannten Zeit, in der alles gleich ist. Schauen mal hinein. Da haben wir nämlich schon das erste Problem. Ich werde das Buch mal hier drehen und ein bisschen weggehen, damit Sie ein bisschen Überblick bekommen. So, in dem alles grau und einheitlich ist. Dort gibt es nur Zahlen. Also Städte werden nach Zahlen benannt, Länder werden nach Zahlen benannt. Die Personen werden nach Zahlen benannt, selbst das Essen wird nach Zahlen benannt. Und es ist eben alles sortiert und einheitlich, aber es gab eben keine Farben. Es ist alles grau. Und wir sehen hier, da ist alles geordnet, diese große Uhr. Wir sehen hier diese Armee an kleinen Wesen, die sich überhaupt nicht individualisieren, die alle gleich aussehen und daher marschieren. Und dann beschließen eines Tages diese 5 Freunde, ich gehe mal lieber hier an den Anfang des Buches zum Coverbild. Diese 5 Freunde beschließen, dass sich was ändern muss. Es braucht irgendwas Neues. Die Situation passt nicht. Und da schaffen sie was Großartiges. Und es sind nicht, wie der Titel es vielleicht auf den ersten Blick verraten mag, aber es andeutet, es sind nämlich nicht die Farben an sich, sondern es sind die Buchstaben. Und mit diesen Buchstaben kann man alles benennen und farbig machen. Also stecken eben zwei Buchideen in diesem Bilderbuch, die eng miteinander verflochten sind. Zum einen, was überhaupt die Voraussetzung ist, dass eben nicht alles einheitlich ist. Das sind nämlich um etwas zu benennen. Und das sind Buchstaben, mit denen man Wörter bilden kann. Und dahinter natürlich oder darüber steht dann die Frage nach Individualität. Und diese beiden Dinge behandelt William Joyce hier in diesem Bilderbuch. Und wie Sie, ich lasse das jetzt hier mal so quer, sonst wird das hier ein Durcheinander und hin und her gedröselt. Und wie Sie merken und schon diesen ersten Einblick aus diesem Bilderbuch haben, spielt William Joyce hier seine ganze Kunst als Filmemacher aus. Also es ist ein nicht ein erzählen, klassisch erzählendes Bilderbuch, sondern es ist im Grunde ein Film in einem Buch gegossen. Es erinnert sehr stark an solche Hollywood-Filme. Also es ist alles übertrieben. Es ist übertrieben dargestellt, diese Einheitlichkeit, diese Gleichmacherei. Es ist übertrieben dargestellt, diese Stadt. Also es ist so ein typisches hochamerikanisches Hochhaus. Und so eine Stadt ist das dort. Hier, wie die Massen an Armeen lang marschieren, an solchen Arbeiterwesen, die sich nicht individualisieren, wie alles irgendwie eintönig sind, die Wesen gucken alle ganz traurig, entmutigt. Man sieht hier immer diese Zeit und hier so richtig theatralisch, bühnenhaft von unten. Diese 5 Freunde, wo das in riesigen Lettern darüber mehr steht, es muss mehr geben. Und hier so szenenhaft untereinander aufgebaut, ja, die Fortsetzung der Geschichte. Also der Text an sich, Sie merken, also zwischen Sprechblasen und solchen Blasen ist wirklich nicht viel. Der ist sehr einfach, aber relativ prägnant. Was aber so das Störende an diesem, das ist zum einen, finde ich, dieses sehr breite Format. Also das ist jetzt hier über einen halben bis Meter breit, das Buch aufgeschlagen. Dann dieser ständige Wechsel zwischen vertikalen und horizontalen. Natürlich wirken so die Bilder und Emotionen aus dem Buch mehr. Aber das ist einfach nervig, wenn man hier immer wieder umblättern muss. Und für so kleine Hände ist eben so ein halber Meter
Buch zu halten einfach mal anstrengend. Und das macht dann keinen Spaß. Auch dieses sehr amerikanische, Hollywood-mäßige mag nicht jeden Geschmack treffen. Und da sind auch Anspielungen an Filme, die die Kinder einfach nicht kennen. Also Metropolis, sie kennen selbst, sagen hier, nicht Filmkennern kaum. Und zwar kann man die Emotionen gut nachvollziehen, aber es sind einfach so Sachen, wo man sagt, naja, das Buch reißt, also ist überrascht von Anfang an, aber so auf den zweiten Blick entspricht es nicht unseren klassischen Bilderbuchgeschichten, was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, aber es ist eben sehr, sehr amerikanisch und filmisch. Und daran werden sich die Geister scheiden. Und es wird auch nur bedingt bei Kindern ankommen. Eben durch diese, ja, auch dieses Format drehen, durch das ungünstig vom Halten her, das macht dann keinen Spaß. Das wollen dann Kinder auch nicht, die lieben. Lieber, wenn es so klassisch ist und in den Blättern kann und hin und her drehen, das ist dann so oft, wie es hier in diesem Buch ist, einfach nicht so schön. Ja, und auch so, das ist Kinder, glaube ich, die sehr viel Filme gucken, werden dann schon Anzeichen finden, also auch so Kinderfilme, Hollywood-Kinderfilme gucken, die werden da Anknüpfungspunkte finden. Kinder hingegen, die da wenig Erfahrung haben, die werden das Buch mehr oder weniger ignorieren. Ich bin nicht so ganz begeistert, wie Sie merken, einfach aus den genannten Gründen, deswegen nur 3 von 5 Sternen. Ja, die ganze Rezension, wie immer, verlinke ich in der Infobox. Ebenso alle Buchinformationen zu dem Buch. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.